Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir denn die besten Korkenzieher im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Korkenzieher im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die WMF Cleef Rundmoor Korkenzieher. Das WMF-Modell hatte die Fähigkeit, sich als beste Hebelrolle zu etablieren. Das Produkt funktioniert nach dem Bararm-Konzept, bei dem die Arme beim Einschrauben in den Korken seitlich sauber werden und der Kork danach nur durch Beschweren der Bar herausgezogen wird. In der Handhabung ist dieser Ansatz zwar etwas komplexer, allerdings ist die Eigeninitiative aufgrund des OSI-Impacts sehr gering. Außerdem befindet sich im Drehkopf des Artikels eine Öffnung, die zusätzlich als Flaschenöffner für Kronkorken dient. Das Produkt erfüllt somit zwei Ziele in einem. Da das D-Sichen keinen Fokussierring hat, muss bei der Verwendung darauf geachtet werden, dass es manuell zentriert wird. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die Brabantzieher Korkenheber Classic. Als Prüfungssieger dominierte das Brabantzieher D-Sichen. Der preisgünstige Korkenzieher im klassischen D-Sichen begeistert durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und gleichzeitig starke Verarbeitung. Außerdem verfügt sie über einen integrierten Tablettenschneider zum sicheren und auch einfachen Öffnen aller gängigen Kapseln auf der Flasche. Der Spin-Griff ist zusätzlich breit gebaut, damit die Korken ohne großen Kraftaufwand herausgezogen werden können. Der Spiralbohrer ist antihaft beschichtet, sodass sich der Kork nach dem Öffnen leicht wieder entfernen lässt. Der größte Vorteil dieser Locke gegenüber einer extrem einfachen Version ist neben der einfachen Bewegung der Zentrierung. Auf Platz 3 haben wir die Trendvox 5178 elektrische. Was eine handbetriebene Version niemals kann, kann eine elektrische Locke Korken ohne Initiative aus der Flasche ziehen. Hier konnte sich das Trendvox-Modell durchsetzen, da es ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis nutzt und obendrein batteriebetrieben die Flaschen innerhalb von ca. 10 Sekunden entkorkt. Eine Akkuladung reicht für ca. 50, 60 Behälter Wein. Das D-Sichen ist elegant, aber mit einer Größe von über 27 cm ist das Gadget auch recht groß und riesig. Wer sich einen Elektrokorkenzieher zu einem praktikablen Preis anschaffen möchte, sollte diese Bauform unabhängig von kleinen Schwächen in der Handhabung und auch der Entkorkungsleistung wählen. Oder aber nur sehr teure Expertentools erzielen eine weitaus bessere Effizienz und bessere Ergebnisse. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die WMF Vino Korkenzieher Wein. Die Winner-Version von WMF besticht durch ihr schickes Layout und einen guten Sitz an unterschiedlich dichten Flaschenhälsen dank des Kunststoffgriffs mit seitlichen Schaltern. Diese sorgen auch dafür, dass die Spirale im Kork zentriert ist. Preislich bewegt sich der Korkenzieher an der Obergrenze der für den Test zugelassenen Versionen, sodass er absolut nicht für jeden ideal ist. Die Teflon-beschichtete Wendel verhindert das Brechen des Korks und sorgt zusätzlich für einen effizienten Lauf. Dennoch ist der Aufwand für dieses Prinzip etwas höher als bei den anderen Konstruktionen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Le Creuset Classics Taschenmodell. Der Schkreppel Korkenzieher der Traditional Kollektion ist seit fast 4 Jahrzehnten ein zeitloser Korkenzieher unter den Korkenziehern und nicht umsonst hat ihn die IG für die Ausbildung zum Restaurantfachmann zugelassen. Es ist wirklich einfach zu bedienen und es ist nur ein minimaler Kraftaufwand erforderlich, um den Korken aus der Flasche zu holen. Dank der Verwendung ist kein Zeichnen erforderlich und auch die Version kann mit nur einem Finger bedient werden. Die Spirale ist außerdem mit Teflon überzogen, damit der Korken schnell abgeschraubt werden kann und zudem nicht auseinanderfällt. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.